Liebe Mama, lieber Papa, leider kann ich nicht zu eurer Silberhochzeit kommen. Ihr wisst ja, ich arbeite jetzt von daheim. Und bei euch auf dem Dorf ist das Internet einfach zu langsam für meinen Job. Ich muss jetzt immer online sein. Mein Chef will das so. Homeoffice ist auch billiger für die Firma. Die sparen sich Büros, Parkplätze und die Kaffeemaschine. Am Anfang fand ich Daheimarbeiten noch praktisch. Ich muss nie den Schlafanzug ausziehen. Kein Stau mehr am Morgen, kein Kantinenfraß, endlich freie Zeiteinteilung. Und keine nervigen Kollegen mehr. Aber so toll ist es irgendwie doch nicht. Sobald ich mein Smartphone ausschalte, habe ich ein schlechtes Gewissen. Okay, ich geb's zu, ich mach's gar nicht mehr aus. Nicht mal mehr am Wochenende. Manchmal wünsche ich mir sogar das alte Büro zurück. Und die nervigen Kollegen. Im Homeoffice habe ich halt mich. Und mich. Und mich. Freunde treffe ich auch nicht mehr nach Feierabend. Wie auch? Ich habe ja keinen Feierabend. Mama, mach dir keine Sorgen, ich esse schon genug. Bei meinem Pizzaservice ist jede 10. Bestellung gratis. Und immerhin, jetzt kann ich arbeiten, wo ich will. Im Café, im Park, sogar am Strand. Neulich war ich auf Gran Canaria. Eine total einsame Bucht mit total schnellem Internet. Oh, 31 neue Mails. Ich muss Schluss machen. Liebe Grüße. PS, macht euch keine Sorgen. Mein Chef hat mir gerade gemeldet, er ist sehr zufrieden mit mir.